Wenn Wirtschaft, Forschung und Bildung in einer Region zusammenkommen, kann man wohl von einem Top-Standort sprechen. Diese Voraussetzungen ziehen auch internationale Firmen an, die sich dann an einem solchen Standort bevorzugt niederlassen. Wir wollen uns als Technologiestandort im Spitzenfeld der Top-Standorte Europas halten und weiterentwickeln. Und wir wollen einfach hier in Niederösterreich den besten Köpfen die besten Rahmenbedingungen bieten. Hier in Krems ist das der Fall. Wir haben jetzt wieder erweitert, aber wir haben insgesamt in Niederösterreich 6 Technopol-Standorte, wo wir wirklich die besten Rahmenbedingungen für die Unternehmen, für forschungsaffine Unternehmen bieten können, aber auch für Forschungseinrichtungen. Und wir haben hier Labormöglichkeiten, wir haben hier Räumlichkeiten und wir haben seit 1999 über 150 Millionen Euro in diese Räumlichkeiten investiert, damit wir eben hier 40.000 Quadratmeter modernste Labor- und Büroräumlichkeiten schaffen können. Einer dieser Standorte ist das Technologie- und Forschungszentrum Krems. Hier forschen und produzieren derzeit 25 Firmen im Bereich der Gesundheitstechnologie und profitieren nicht nur von der wachsenden Infrastruktur, sondern auch von den Bildungsinstitutionen und Universitäten, die sich in Krems etabliert haben. Die niederösterreichische Wirtschaftsagentur EcoPlus begleitet die Entwicklung des Gesundheitsforschungszentrums seit seiner Gründung im Jahr 1999. Forschung und Entwicklung ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, auch für Niederösterreich, auch für den Standort. Gesundheit ist auch noch dazu das Thema hier vor Ort, das, glaube ich, auch in Zukunft wesentlich ist und jeden betrifft. Jeder ist, glaube ich, beruhigt, wenn er es hat und er hofft, dass er es wahrscheinlich auch nicht braucht. Und ich glaube, da hat EcoPlus vielleicht schon federführend begonnen und den Standort weiterentwickelt. Und wie wir hören, sind ja sehr viele Firmen schon angesiedelt. Tatsächlich liegt die Auslastung des vor kurzem erst erweiterten Areals bei 90%. Mittlerweile arbeiten hier auch über 140 Mitarbeiterinnen. Und Stadt, Land, EcoPlus und das RITZ Niederösterreich Nord gehen hier den klaren Weg der Vernetzung von Bildung, Forschung und Wirtschaft weiter. Denn es gäbe hier keine Forschung, keine Entwicklung, keine Herstellung, wenn wir nicht die Universitäten mit dem Forschungspotenzial haben. Firmen, die uns fragen, die sich hier ansiedeln wollen, hier zählt ja auch die Region mit. Ja. Es gibt Unternehmen, die wollen hierher, aber nicht nur, weil es so schön ist da, weil sie nämlich auch sozusagen die Forschungsmöglichkeiten brauchen, die Förderungen brauchen, aber auch Arbeitskräftepotenzial, aber in Richtung Fachpersonal, gut ausgebildete Kräfte aus den Universitäten, aus der Fachhochschule. Und das ist natürlich schon ein Asset in Krems, mit dem man aufwarten kann. Erst kürzlich wurde das TFZ Krems um neue Reinräume für Forschungs- und Produktionszwecke für Gesundheitstechnologieunternehmen erweitert und neu eröffnet. Das Areal umfasst nun etwa 6.000 Quadratmeter Büro- und Laborflächen am Standort Krems.